Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's um Datum und Uhrzeit. Datum und Uhrzeit ist was unglaublich cooles und wirklich auch sehr, sehr häufig benutzt. Zumindest hier bei unserem Logger brauchen wir natürlich auch zum Beispiel Datum und Uhrzeit, zum Beispiel wenn wir formatieren wollen, wie die Uhrzeit aussieht. Und ja, deswegen dachte ich mir, könnte ich doch einfach mal hier auch ein Video dazu machen. Also, Datum und Uhrzeit ist normalerweise entweder zusammen oder tatsächlich auch getrennt. Das heißt, man kann zum Beispiel auch nur Uhrzeit haben oder nur Datum haben. Und da kann man jetzt hergehen, also erstmal importiere ich jetzt mal Date hier. Und jetzt erstellen wir uns ein New Date. T ist gleich New, um Himmels Willen, Date. So, und was jetzt passiert ist, normalerweise wird T dann automatisch auf das heutige Datum gesetzt. Und T enthält dann aber tatsächlich nur das Datum, das heißt den Tag, den Monat und das Jahr. Und alles andere wird errechnet. Das heißt zum Beispiel auch der Wochentag wird errechnet. Alles andere kann errechnet werden. Und ja, das benutzt natürlich eure Computerzeit. Das heißt, wenn ihr hier ein falsches Datum bei eurem PC habt, dann ist das normalerweise auch bei euch hier dann ein falsches Datum, logischerweise. Das heißt, hier kommt es natürlich auch auf eure Systemeinstellungen an, ob die richtig sind oder ob sie falsch sind. So, ich kann natürlich hier auch hergehen und kann selbst die ganzen Dinge angeben. Normalerweise liefert mir der Konstruktor die Möglichkeit mit, dass ich zum Beispiel ein Jahr eingebe oder dass ich einen Tag eingebe oder so weiter und so fort. Und ich kann natürlich auch alles angeben, zum Beispiel 18.07.2017. Das wäre das heutige Datum, wo ich das Video aufnehme. Ja, das ist ziemlich früh und wahrscheinlich habt ihr das Video noch eine ganze Weile nicht, aber ihr wisst noch nicht, aber egal, das kommt in einem anderen Video dran, das machen wir nicht hier. Okay, was wir jetzt hier also haben, ist ein Datum mit festem Datum hier, aber ohne tatsächlich die Zeit mit reinzubringen. Und dazu gibt es dann aber auch Date Time. Und jetzt kann man hier natürlich mit den Default-Parametern arbeiten. Alles hat seine Default-Parameter normalerweise für Date Time bzw. auch für Date. Und dann kann ich aber auch einfach hergehen und kann sagen, hey, ich möchte aber, dass zum Beispiel, achso, hier muss ich dann vielleicht noch Date Time eintragen, dass ich hier zum Beispiel t.seconds auf irgendwas setze oder t.setSeconds. Je nachdem, was ihr für eine Sprache benutzt, heißt es einfach anders. Zum Beispiel auf 42. Und ja, das kann ich natürlich mit allen Dingern machen. Und ansonsten wird hier über T natürlich das aktuelle Datum zurückgegeben. Manchmal muss man dazu auch nicht den New-Konstruktor aufrufen, sondern datetime.now aufrufen. Ich will euch nur gerade kurz die verschiedenen Arten zeigen, wie man so ein Datetime konstruieren muss. Das kommt, wie gesagt, auf eure Programmiersprache an. So. Und jetzt kann ich natürlich hiermit arbeiten. Was ich jetzt aber meistens machen kann, ist, ich kann hier über dieses T oder über dieses Datetime mir das sogenannte UT oder die UTC Timestamp zusammenschustern bzw. zurückbekommen. Und das ist kein Integer mehr, der ist zu lang dafür, sondern normalerweise ein Long. Und was das jetzt bedeutet, das sind normalerweise die Sekunden nach dem 01.01.1970 um 0 Uhr. Und so wird auch tatsächlich gerechnet. Damit kann man jetzt zum Beispiel auch Performance berechnen. Das heißt, ihr holt euch das vorher, also Anfang, und dann habt ihr hier euren Code. Dann zieht ihr euch long, Ende ist gleich datetime.now.utc. So, und dann könnt ihr hier einfach hergehen und sagen, hey, wie viele Sekunden oder je nachdem, was ihr für eine Sprache habt, ist das in Millisekunden oder in Sekunden. Und je nachdem, was ihr hier am Ende dann rausbekommt, habt ihr dann zum Beispiel einfach einen Print Ende minus Anfang. So, und so habt ihr sozusagen einfach gemessen, wie lange eben zum Beispiel die Ausführung von dem Code hier gebraucht hat. Klar, man hat noch das hier generiert und das braucht ein paar Millisekunden, aber das ist nicht wirklich der Rede wert. Normalerweise spricht man hier dann tatsächlich auch von Sekunden und teilweise Minuten oder sogar Stunden, bis das eben mal durch ist, wenn man so eine Performance-Messung machen möchte. Und dann macht es natürlich kaum mehr einen Unterschied, hier das Ding reinzupacken, sondern nur noch einen ganz kleinen. Wenn ihr das vielleicht dann, also sagen wir mal, hier wird einfach ein Print-Statement aufgerufen. Wenn ihr das Ganze dann vielleicht noch genauer haben wollt, also wirklich eine Performance-Messung, dann lagert das hier aus in eine Funktion und ruft dann die einfach auf, sowas wie Test oder sowas.
Und jetzt ist im Test einfach genau das drin, was gemessen werden soll, wie viel Performance es hat. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr schreibt einfach euch eine Vorschleife. Irgendwie sowas. Und dann führt ihr genau so oft das hier aus, also dieses Test, und messt danach einfach nur die Zeit. Und was ihr dann macht, ist, ihr nehmt euch diese Differenz davon und teilt die durch die Anzahl an Durchlaufen, die ihr benutzt habt. Damit kann man super gut Performance messen. Das ist sehr, sehr akkurat, wenn ich das jetzt hier habe tatsächlich. Weil ich ja hier tatsächlich 100.000 Durchlaufe habe. Und ja, das braucht natürlich eine Weile, bis das durch ist, aber man hat danach wirklich eine sehr genaue Messung, wie lange ein einzelner Durchlauf gedauert hat. Nur so als kleiner Hinweis, wie man das machen könnte. Okay, jetzt kann ich natürlich hier nochmal zurück zu Daytime. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück auf den Punkt. Und zwar, ich kann hier normalerweise natürlich noch mehr mit T machen, als nur dieses diese UTC zurückholen. Ich kann auch einfach T.TotalSeconds, wird manchmal UTC genannt, Total Seconds. Oder ich kann natürlich auch Seconds angeben. Das wäre dann aber nicht irgendwie die insgesamten Sekunden seit dem 01.01.1970, sondern es sind die Sekunden von der aktuell angebrochenen Minute normalerweise. Gleich kann ich natürlich auch Minute oder sowas anfragen, Hour oder wie auch immer. Und ich kann mein Date-Time normalerweise auch ausgeben. Und dieses Ausgeben wird ganz gerne mal formatiert. Das heißt, ich muss dem Date-Time irgendwie anzeigen, wie ich eigentlich mein Date-Time formatiert haben möchte. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, print T, sondern ich muss T auch noch sagen, wie es formatiert wird. Und dazu gibt es normalerweise eine Format-Methode, kann auch natürlich anders heißen, aber ihr kennt das mittlerweile. Und jetzt kann man hier drin angeben, wie man es ganz gerne hat. So, es gibt manchmal vorgefertigte Formatierungsfunktionen, aber die will ich jetzt gerade mal kurz außen vor lassen. Normalerweise formatiert man das Ganze natürlich dann auch über einen String. Das heißt, man gibt hier sozusagen ein Regex an, was man ganz gerne hat. Und jetzt normalerweise Prozent und dann sagt man, was man gerne für eine Variable hat. D ist das normalerweise. Bevor ich das jetzt anfange, hier dieses Prozent ist in manchen Sprachen da, manchmal ist es weg, also es ist wirklich davon abhängig, was ihr hier habt, und deswegen werde ich das jetzt einfach mal hier weglassen. Und das sollte natürlich ein großes D sein. D steht für Tag, das heißt der wievielte Tag des Monats. Und jetzt kann ich angeben, wie viele Stellen möchte ich tatsächlich haben. Also wenn ich zum Beispiel den 1.5. habe oder sowas, dann kann ich natürlich hier sagen, ich will 01.05 haben oder ich will 1.5 haben. Wenn ich 1.5 haben will, mache ich so. Wenn ich 01 haben will, mache ich so. Klar, manchmal oder viele Tage im Monat sind natürlich zweistellig, deswegen sollte man eigentlich hier fast immer dieses Format hier wählen. Dann kommt ein Punkt danach, das ist einfach festcodiert, also ich meine im Deutschen jetzt zumindest. Es gibt noch andere Formatierungen mit Bindestrichen, das nennt sich dann zum Beispiel ISO-Format, das ist aber komplett andersrum, da kommt das Jahr zuerst, dann der Monat und dann der Tag, getrennt mit Bindestrichen. Also als Datum zum Beispiel 1970-01-01, das wäre das sogenannte ISO-Format. Wir wollen aber natürlich 1.1.1970 haben. Und deswegen sagen wir hier zweimal Tag angeben, zweimal Monat angeben, wieder ein Punkt und viermal Jahr angeben. Klar, ich kann auch nur zweimal das Jahr angeben, dann wird hier intelligenterweise nicht 19 genommen, sondern die 70 hinten dran. Das heißt, so würde jetzt 1.1.70 dastehen. Aber irgendwann wird es dann natürlich auch mal schwierig, wenn wir ins Jahr 2070 oder sowas kommen, dann haben wir kleine Probleme. Aber okay, deswegen Jahr hinten dran. So haben wir dann automatisch alle vier Stellen, kostet uns ja nichts. Und das ist unsere komplette Formatierung wäre das jetzt schon. Da haben wir jetzt aber nur das Datum ausgegeben. Der Rest wird einfach nicht ausgegeben, weil wir es einfach nicht angegeben haben. Kann man natürlich so machen, muss man nicht. Es gibt natürlich auch noch mehr Formatierung, und zwar für unsere Wochentage, selbst für Wochentage gibt es Formatierung. Achso, stopp, ich bin noch gar nicht fertig. Wenn der Monat hier drei Stellen hat, dann kommt, drei Stellen, sowas zum Beispiel, dann kommt hier nicht der 1.1.1970, sondern dann wird hier 1. Jan ausgegeben für 1. Januar 1970, klar, oder? Und natürlich, wenn wir hier 4 mal M angeben, dann heißt es nicht, dass wir 4 Stellen hier bekommen, sondern dann bekommen wir einfach den Monat komplett ausgeschrieben. Das heißt, wir würden hier jetzt dann zum Beispiel Januar stehen haben, weil wir es auf Deutsch stehen haben, also wird Januar und nicht January ausgegeben. So, jetzt können wir natürlich immer noch mehr machen, und zwar,
Jetzt gehen wir endlich mal an die Uhrzeit hinten dran. Das heißt, ich mache das jetzt hier mal weg. Das ist einfach Tag. Ihr könnt natürlich hier einfach hinten dran weiterarbeiten. Aber das ist einfach nur die Formatierung, sozusagen, wie wir es hier machen können. So, jetzt wollen wir 12 Uhr mittags mal formatieren. Und zwar innerhalb, also das sind die Stunden, das sind Minuten. Nein, wir machen 13 Uhr. Das sind die Stunden, das sind die Minuten und das sind die Sekunden. Und ja, das geht natürlich genauso. Das heißt, wir haben hier die Strings H für 2x für 12 Stunden Format. Das heißt, 13 Uhr würde jetzt dargestellt werden als 01. Dann braucht man aber normalerweise noch ein A hinten dran für AM oder PM, damit man es weiß. Das ist sozusagen das A hinten dran. Einfach als Text diese beiden Ziffern eingegeben. Oder man macht das Ganze im 24-Stunden-Format, so wie wir es hier oben haben. Dann würde hier mit 2 großen H 13 ausgegeben werden. So, dann kann ich das natürlich auch mit Minuten machen. Minuten einer Stunde. Achtung, nicht die Minuten nach dem 1.1.1970, keine Sorge. Deswegen, ich mache das hier mit einem Doppelpunkt getrennt und dann 2x Minuten angegeben. Achtung, kleines M, großes M steht für Monat. Wenn ihr hier MM macht, dann wird immer der Monat ausgegeben, deswegen kleine Ms. Dann Doppelpunkt SS steht für die Sekunden, das heißt, wir haben hier 00 für die Minuten, 00 für die Sekunden und es geht noch weiter. Doppelpunkt Groß S steht für die Millisekunden, also in unserem Fall vielleicht auch 00. Die eben dieser Sekunde, die Millisekunden. So, das war jetzt für die Uhrzeit das Standardformat. Eigentlich, das ist alles, was ihr dazu wissen müsst. Was wir jetzt hier noch zusätzlich haben können, sind ein paar Spezialformatierungen. Die werden nicht immer unterstützt. Achtung, wenn es mal bei euch irgendwie nicht richtig formatiert, dann ja, müsst ihr halt gucken, was eure Programmiersprache da unterstützt. E steht normalerweise für den Tag der Woche, also kurz, heute ist Dienstag bei mir, deswegen würde ich hier DI stehen. Wenn ich aber zum Beispiel EEEE schreibe, dann würde Dienstag voll ausgeschrieben werden und alles würde dabei reinkommen. Dann Tag im Jahr kann man auch ausgeben, das wäre das große D. Ihr erinnert euch an das kleine D. Das kleine D war der wievielte Tag des Monats ist, also zum Beispiel heute ist der 18. Also 18. Das große D wäre der Tag des Jahres und ich habe keine Ahnung, der wievielte Tag des Jahres ist. Aber es geht natürlich relativ weit nach hinten. Ich mache jetzt hier einfach mal 300. Das wäre dann Groß-D. Achtung, Groß-D gibt euch dann insgesamt den kompletten Tag aus. Das heißt, es belegt nicht nur eine Stelle, sondern tatsächlich drei Stellen, bis zu drei Stellen logischerweise. Ja, dann haben wir Tag der Woche im Monat, kann man auch ausgeben, ist aber ein bisschen, finde ich, für, naja, egal. Das wäre Groß-F, das wäre in meinem Fall der zweite Tag der Woche. Dann die Woche im Jahr kann man ausgeben, da geht es logischerweise bis 53, also jede angefangene Woche zählt als Woche, klar. Normalerweise hat ein Jahr ungefähr 52 Wochen, aber je nachdem wie die Anfangstage mal fallen, kann es bis zu 53 gehen. Die Woche im Monat, das wäre hier natürlich mit groß wie möglich und dann lässt sich sogar noch die Zeitzone ausgeben. Zeitzonen sind was ziemlich Cooles, muss man natürlich immer darauf achten, in welcher Zeitzone man sich befindet. Die wird mit Z ausgegeben, dann steht da zum Beispiel sowas wie GMT plus 02 Doppelpunkt 00, was so viel bedeutet wie Greenwich Mean Time mit 2 Stunden Offset. Ich glaube, das sind sogar wir. Ich kann mir das aber irgendwie nie merken. Oder man macht das Ganze als Groß-Z, dann ist es die, es gibt tatsächlich einen RFC-Standard dazu, wie man Zeitzonen darstellen kann und das wäre in unserem Fall dann plus 0200. Und ja, das ist tatsächlich einfach die Formatierung von der Zeitzone. Und jetzt seid ihr sozusagen Experten da drin, eure eigenen Daten zu formatieren, so wie ihr sie braucht. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.